professionelle Modeberatung unter 0800 bei Ailo. Rufen Sie mich an. Ich bin immer sonntags im JD-Store. Ich war in Charlottenburg auf einer Schule. Wissen viele nicht, ich war Hotelfachmann. Der Tag, wo sich das alles gewendet hat, war der Tag, wo ich halt mein Deal unterschrieben habe. Was geht ab, was geht ab? Wir sind wieder bei No Stylist, dem ultimativen Format von Alles Gold. Wir sind heute wieder in Oberhausen im JD Store und an meiner Seite ist heute Edin. Für alle, die ihn noch nicht kennen, er macht Musik, er ist Musiker, er ist Rapper. Stell dich kurz vor, woher kommst du, wer bist du, was machst du? Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Edin. Auf jeden Fall, ich komme aus Berlin, bin heute zu Besuch bei Ailo, bei JD Store in Oberhausen. Und ja, ich bin Musiker. Füll ein Pool mit all den Tränen, all den Tränen, all den Tränen, die du um mich geweint hast. Ich war niemals einfach. Es ist Zeit zu gehen, Zeit zu gehen, Zeit zu gehen. Du sagst bitte bleib, ich sag es tut mir leid. Ich würde sagen, wir fangen ganz kurz locker flockig an. Yes. Mach mal Drip-Check. Was hast du an? Wir haben einen Zweiteiler von Under Armour. Die Schuhe sind die Adidas Oswegos. Einfach klassisches Outfit. Einfach ganz klassisch, ganz entspannt. Klassisch, sportlich. Würdest du deinen Style als sportlich oder als elegant? Ich würde sagen beides, aber in den, also ich glaube so 80% sportlich. Was ist so dein Schuh, der Schuh deiner Jugend? Kennst du noch die Rush Runs von damals? Mhm. Die habe ich Jahre getragen. Die 270er, die trage ich sogar bis heute noch, und die Rush Runs von damals. Du musst dir vorstellen, ich habe Air Force Air seit diesem Jahr angefangen zu tragen. Ich hatte vorher gar keinen. Als der Hype kam. Als der Air Force Hype kam. Ich hatte davor keine Air Force, weißt du, ne? Krass. Würdest du sagen Nike oder Adidas Air bei Schuhen? Scheiße, wenn ich jetzt Nike sage, weil ich Adidas schon habe. Aber nein, ich würde sagen, beides ist frischer. Beides geht fit, ja. Aber ich bin mehr so Nike-Fan. Ich bin auch eher Nike, muss ich ehrlich sagen. Nike, ja. Eher Nike. Okay, dann würde ich sagen, hast du Bock, die zu picken? Willst du die mitnehmen einfach? Wenn du sagst, Favorite Schuh mäßig. Weißt du was, ich nehme die mit, aber ich nehme die in Schwarz mit. Was würdest du sagen, hat dein Style geprägt in deiner Jugend oder so überhaupt jetzt so gerade aktuell? Ich sag dir, ich glaube wirklich Musik. So, du gehst ins Studio so mehr so oversize, entspannt. Ach so, okay. Das, ja, ja. Du so. Machst dich für Studien nicht fertig. Nein, auf nein. Den, nein. Aber das ist auch so mein Style, wenn ich rausgehe, so alles so voll entspannt. Aber das ist geil. Das von da mitgenommen. Sorachi. Ich schwör, das von damals mein Lieblingsschuh. Bis heute trage ich ihn noch. Zum Wegrennen, sagst du? Ja, ich nehme die offiziell mit. Offiziell? Offiziell, ich nehme die mit. Offiziell wird abgehakt. In Schwarz bitte abhaken. Welcher würde dich jetzt auf erste Auge ansprechen? Ansprechen? Ich glaube, der hier. Standard. So voll Standard einfach, Standard, so weiß-schwarz. Ja. So. Ich glaube, der geht auch noch viel. Ich glaube, den kann man geil anziehen. Den ich kann man geil ich glaube, den kann man sehr, sehr geil anziehen. Dann lass dir den auf jeden Fall safe picken. Den Jordans, bist du Jordan-Fan? Ja. Ich war damals immer so voll der Fan von Low. Die immer so in Low getragen, ja. Und so. Aber jetzt habe ich voll die ganze Sammlung so alles so in High. Hochgestapelt. Ja, alle hochgestapelt, schwer. Woher kommen deine Musikeinflüsse? Du bist Bosnier, oder? Richtig. Ja. Aber ich bin aufgewachsen nur mit deutscher Musik. Also okay. Tatsächlich kein Biggie, kein Tupac, kein Eminem, Amis. Keine Amis. Okay. So bis heute noch so komplett. Wie war so die Anfangszeit, Studiozeit und sowas für dich? Voll schwer. Übertrieben schwer. Ich dachte mir selber damals, ach komm, recorden, du gehst dahin, du machst das so einmal durch und dann bist du fertig. Aber es ist halt komplett ist gar nicht so. Du bist so einen ganzen Tag da, so 50 Stunden. Ist halt Stunden. Ein Fulltime-Job quasi. Ja, offiziell. Wollte ich für den nicht glauben, aber ist halt leider so. Fulltime, genau wie du sagst. Ich habe gesehen, letzter Release, du warst auf Sommermodus unterwegs. Wenn du das Video gesehen hast, ja, du denkst dir so, boah, voll geil, Yacht und dies und das, aber das Video wurde in einem Tag einfach fertig gedreht. Ich habe so einen Tag davor spontan so meinen Kameramann angerufen, schönen Gruß an Gordy. Ich sag so, Gordy, komm hier nach Kroatien. Einen fertig Tag gemacht. Fertig geschnitten, Video hochgeladen. So dieses durchgeplant und Ding und mach mal so Struktur, yeah. Extrem. So funktioniert das, Musik halt nicht. Das, ich glaube, das klappt doch gar nicht. Ich glaube, dafür gibt es auch gar kein Rezept oder so. Ja, wie hat Musik bei dir angefangen? Nein, wir hatten damals, kennst du diese Jugendzentren und sowas? Ja. Aber da war so ein Raum, das, du musst dir vorstellen, das Jugendzentrum war immer so richtig überfüllt, voll mit Menschen und so. Und dann hatten die da so einen Studioraum und den konntest du mieten. Ich glaube, da hast du pro Woche 4 € oder so gezahlt. Und wir wollten das eigentlich nur so für uns mieten, dass wir so nicht mit den anderen chillen müssen, dass wir unter uns sind, weißt du? Und dann lag da Schlagzeug, Mike und dies und das. Und dann irgendwie aus Langeweile probierst du dich aus und dann hat es irgendwie von dann voll Bock gemacht. Sag, komm, ich mach mal weiter. Ich glaube, so ein gutes Paar Adiletten. Das sind die Klassiker. Das sind die ultimativen Klassiker. Die, die kamen dann irgendwann so 2010. Ja. Ey, wenn ihr die in 40 habt. Oder gib mir noch die. Lass uns Richtung Klamotten shoppen gehen. Let's go. Ab geht er. Was sind so klamottentechnisch deine Marken?
Nike. Aber ich sag ehrlich, von Sportanzügen, so Trainingsanzügen geht Nike und Adidas. Beides ja, safe. Dann lass uns direkt zu Adidas einfach rübergehen. Wir waren bei dem einzig waren braunen Anzug. Der ist so frisch. Der ist wirklich geil. Den mit Hose, wa? Zwei Teile Ayo, das heißt was? Einpacken. Bei dir hat es quasi mit Handyvideos angefangen, ne? Wie war so erst Handyvideo, du sitzt zu Hause, du drückst auf dieses Upload-Ding? Ich würde sagen, nicht mal mit dem Uploaden. Ich geh mal zu irgendeinem Freund von dir und sag ihm, mach mal ein Video von mir. Da fängt schon an, da, Digga, da ja, fängt schon an. Da hat es schon angefangen. Diese, so. Weil du musst dir vorstellen, das war damals auch in der Schulzeit. So, weißt du, und du jeder musst, guckt auf dein Profil. Jeder ist auf dein Profil und du lädst es hoch und du weißt, du musst morgen in die Schule gehen, wo du halt alle siehst und so. Und du weißt ja nicht, jeder denkt ein bisschen anders. So. Du bist ja auch nicht mit jedem cool gewesen, so damals. Aber wie waren die Reaktionen, ehrlich? Also, mein Positiv schon damals und es hat mich so richtig so eine Last so abgewerfen. Ja, aber du dir dann okay, denkst, so, okay, krass, so cringe wird es jetzt. Wird akzeptiert, was ich gerade mache. Das ist schon mal so ein krank, krankgeiler Faktor. Picken? Yes. Grünes Outfit. Grünes Fresh. Willst du den mitpicken? Ich nehme den auf jeden Fall. Ja. Sag ehrlich, die zwei Teile sind krass. Oder? Die haben voll was. Übertrieben. Der Lachsfarbene. Kennst du diese Jones, die so kurz sind? Die sind übergeil. Die sind krass. Die passen auch krank dazu. Picketed? Picketed 100%. In. 100%. Beide. Gepickt. Und gepickt. Beide. Was geht so in nächster Zeit bei dir? Ich glaube, jetzt sind erstmal nur Singles geplant. Die ganze Zeit. Erstmal nur so Singles. Passt dazu. Zu den Singles. Einfach mal mit. Genau. Einfach mal so random mit, okay? Und Ende des Jahres kommt auf jeden Fall noch ein Mixtape. Geil, ja. Mit 10 Songs ungefähr. Was sagst du, wie hat sich das bei dir schnell aufgebaut? Also wie kam, dass sich das schnell aufgebaut hat? Den ersten großen Erfolg hatte ich mit einem Song, der heißt Da für dich. Ich bin da, wenn du mich brauchst, ich passe auf dich auf. Egal wie tief du fällst, ich bin da, fang dich auf. Hab die Kugeln im Lauf, nimm den Tod zum Gang auf. Für deine Tränen geh ich auch in den Bauch. Nicht echt ist voll durch die Decke gegangen. Dieser albanische Ike Haru genauso, aber der erste Erfolg war so Da für dich. Es war damals, wo voll TikTok noch im Hype war. Ja. Da hat das irgendjemand mal damals bei TikTok hochgeladen. Und ich hab das selber gar nicht gewusst. Ja. Er hat irgendwie so 60.000, 70.000 Creations gehabt und dann ist es einfach so voll durch die Decke gegangen. Geil, Mann. Und dann kamen halt die ganzen Songs, der nicht hast du halt einfach genau genutzt, diese ganze Welle. Ja, genau, ich bin einfach mit der Welle mitgeschwommen. Wir shoppen weiter einfach, lass mal zurück. Mit. Was reden wir so viel eigentlich? Ist auch abgehäkelt, abgehakt. Wie ging's für dich nach der Schule weiter? Ich war in Charlottenburg auf einer Schule bis zur 9. Klasse. Dann habe ich die Schule gewechselt, kurz vor der 10., also kurz zum Abgang. Und ja, nach der 10. war es mein Plan, okay, was mache ich jetzt? So, Musik habe ich irgendwie dazwischen immer gemacht. Dann kam natürlich Stress von Eltern. Weißt du, weil ich und mein Bruder zum Beispiel sind komplett unterschiedlich. So. Mein Bruder hat so komplett seine Bahn gemacht, Schule fertig gemacht, alles. Und ich habe so, kein Bock. Ja, kein Bock. Kennt man. Ich habe Ausbildung gemacht. Ich war, das wissen viele nicht, ich war Hotelfachmann. Geil. So, Hotelfachmann habe ich gemacht. Aber einfach nur auf Krampf gemacht, oder? Auf Krampf für Eltern, weißt du, dass du so. Damit du irgendwas hast, ja, genau, und ein paar Jahre vergehen, damit du nicht so, ah, ich bin 18, ich habe noch nichts. Ich habe noch nichts gemacht, ja, genau. So, Hotelfachmann habe ich gemacht. Dann war ich Lagerlogistiker. So. Standarddinger, die einfach jeder macht, wenn er halt versucht zu überbrücken. Dann noch so damals so voll die komischen Geschichten, so, ja, ich gehe jetzt Pizzalieferant machen, so einen Tag hingegangen, nie wieder und immer früh rausgegangen, damit Eltern nicht checken. So. Weißt du denkst, hey, was macht er gerade? Genau. Deswegen gerade wirklich arbeiten. Ja. Und dann bin ich am Ende Baustelle gelandet. Wie lange? Boah, lange. Ich habe erstmal eineinhalb Jahre Elektriker gearbeitet. Krass, ja. Übertrieben, so voll Film gewesen, so eineinhalb Jahre Elektriker, dann kurz vor halb Prüfung einfach so abgebrochen, gar keinen Bock mehr gehabt, nichts für Schule gemacht. Und danach bin ich Trockenbauer gewesen. Und jetzt, so voll ganz, voll so, das sind Welten halt, yeah, so bist von diesen so Baudingen auch noch. Das und jetzt, krass, musst du dir vorstellen, zwischendurch habe ich immer noch Musik gemacht. Also die ganze Zeit zwischendurch. Und der Tag, wo sich das alles gewendet hat, war der Tag, wo ich halt meinen Deal unterschrieben habe. Und dann direkt gekündigt? Ja, und es war auch voll komisch. Du musst dir vorstellen, ich hatte so Ausbildung, so ich war so oben, ich hatte so Raucherpause, ich bin so runtergegangen. Auf einmal kriege ich so eine Nachricht bei Insta. Ich dachte, ach Mann, komm, ist fake so. Krass. Ist fake, lass mal, wer schreibt mir bei Insta so. Dann, da stand so eine Nummer, ich sag, komm, ich ruf mal an. Angerufen, hey, so. Bisschen kennengelernt, bisschen gequatscht. Komm vorbei, direkt Sachen ausgezogen, weggegangen, noch so mit Malerfarbe im Gesicht und überall direkt rausgegangen vom Baustelle. Ja, aber jetzt Gott sei Dank, es hat geklappt. Ich würde sagen, lass uns langsam Richtung Kasse gehen, wir haben genug geshoppt. Das können wir nicht. Willst du noch gucken? Komm, können wir noch mitnehmen. So, nimm mal mit. Eins. Gepickt. Mal, komm mal hier auf Rücken. Fresh, nimm mal mit. Schätz mal, was dein Gesamtpreis ist jetzt. 1600, glaube ich. 1480. So, das macht dann einmal 1615 Euro. 1600, was habe ich gesagt? 1600? Genau.
professionelle Modeberatung unter 0800 bei Ailo. 0800 12345 773. Rufen Sie mich an. Ich bin immer sonntags im JD Store. Ich danke dir für die Einladung, für die Beratung. Nothing to thank, sis. Ich verabschiede mich mit deinem dreifachen Ciao. Ciao, ciao. Danke dir für alles.